Willkommen zu diesem Video. 14 Monate mit der Fossil Smartwatch mit der fünften Generation, also die Variante mit dem Lautsprecher. Wichtig, da hat sich ein bisschen was geändert. 14 Monate habe ich diese Uhr jeden Tag getragen, jeden Tag benutzt und in diesem Video möchte ich euch ganz objektiv aufzeigen, Vorteile der Uhr und auch ganz klar die Nachteile, damit ihr genau im Bilde seid, ob sich die Fossil für euch lohnt oder nicht. So viel sei vorweggenommen, sie hat ausgedient in meinem Fall, aber kommen wir noch in diesem Video zu. Wer mehr erfahren möchte, mehr ins Detail der Uhr gehen möchte, der findet hier oben meine Review über die Uhr, die schon sehr umfangreich ist. Ich zeige euch hier ein paar Sachen, möchte die Uhr, wie gesagt, hier nicht ganz so stark in der Seite der Software vorstellen, sondern mehr in der Hardware. Beziehungsweise, wie gesagt, die Vor- und die Nachteile. Ins Detail geht es bei meinem Video, was ihr am Ende dieses Videos findet oder halt hier oben, was ich eben eingeblendet habe. Okay, was ist mega? Also was für mich, das ist natürlich ein persönliches Empfinden. Eine Uhr muss in meinen Augen immer rund sein. Das ist Geschmackssache natürlich. Hat natürlich den Vorteil bei Android. Hier kann ich verschiedene Hersteller wählen. Es gibt dort Samsung-Uhren, Fossil und was ist da nicht noch alles? Gibt viele Vor- und viele Nachteile, was ich euch grundsätzlich auf den Weg geben möchte. Wer ein Android-Smartphone nutzt, der sollte in meinen Augen immer zu einer Android-Wear greifen und nicht unbedingt zu einer Huawei-Uhr, also Huawei, je nachdem, wie man es ausspricht, oder einer Samsung-Uhr, weil die ihre eigenen Betriebssysteme haben und die haben so ihre Nachteile, weil das abgeschlossene Systeme sind und ihr da viele Funktionen nicht habt, als mit einer Android-Uhr, die klar mit Android sehr gut harmonisiert. Wer ein iPhone hat, den gebe ich auch ganz klar auf den Weg, kann diese Uhren benutzen. Muss aber nicht. Nein, also der Umfang ist dort bei Apple doch recht eingeschränkt, wahrscheinlich auch mit Absicht. Viele Funktionen sind da nicht nutzbar, die ihr mit Android nutzen könntet und das verschlechtert, sage ich jetzt mal, die Uhr. An eurer Stelle, wenn ihr Apple-Nutzer seid, greift zur Apple Watch. Okay. Das jetzt kurz zur Einleitung, wo die Unterschiede sind, wie gesagt, ganz kurz angeschnitten. Im Detail ist die Software halt viel besser von einer Android-Uhr gegenüber den anderen Herstellern. Okay, dann haben wir das soweit geklärt. Die Hardware, fangen wir damit einmal an. Die Uhr ist komplett aus Metall, finde ich mega. Die Armbänder sind 12 mm und wechselbar. Ihr habt hier einen kleinen Nupsi, den könnt ihr zurückmachen und dann das Armband abtrennen. Habe ich in meiner finalen Review auch euch gezeigt, da könnt ihr euch das mal angucken. Aber ist kein Hexenwerk, geht ganz schnell von Hand, mache ich jetzt aber schlecht, nicht, weil geht ganz schlecht vor der Nase mit der Kamera und Co. Also Uhren könnt ihr die Armbänder ganz schnell wechseln, wenn ihr mal ein schönes Lederarmband haben wollt, gar kein Problem. Und das ist klasse und dieses Armband habe ich eigentlich durchgehend getragen, ab und zu mal ein Lederarmband, aber ihr seht schon von der Qualität her wirklich gut, kommt natürlich immer drauf an, wie ihr damit umgeht. Und auch die Uhr selber, Saphirglas ist das meines Wissens, hat keinerlei Kratzer, ich provoziere das jetzt nochmal, ich hoffe, ihr könnt das jetzt relativ gut sehen. Ich denke, bei dieser Lichtspiegelung würdet ihr jeden Kratzer sehen und Hand aufs Herz jeden Tag diese Uhr getragen. 24 Stunden, sofern der Akku das zuließ. Kommen wir aber noch später dazu. Was ich mega finde gegenüber, auch nach einem Jahr jetzt noch, ist hier einmal die Krone. Ne? In meinem letzten Video haben sich viele ausgelacht, weil ich nicht wusste, wie sich dieser kleine Nupsi hier nennt. Das ist die Krone, oder ist mir jedenfalls nicht eingefallen. Die kann man nämlich drücken und dann komme ich direkt ins Menü und kann damit auch Sachen auswählen. Mein absoluter Favorite an Smartwatches hat diese Funktion leider nicht mehr oder hat diese nicht. Das vermisse ich so ein bisschen bei anderen Uhren und das finde ich bei der Fossil wirklich stark. Also das ist ein tolles Killer-Feature, weil ich hier ganz schnell, auch wenn ich mal dreckige Finger habe oder mit dem Handschuh, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich kann halt hier durchwählen und die Sachen auswählen, beziehungsweise mich ein bisschen rumnavigieren, indem ich die Krone benutze. Jetzt fange ich schon wieder an. Dann gibt es Uhren, die haben nur Tasten und keine Krone und die grenzen ein bisschen so ab, weil ihr müsst ja einmal das Gerät ja entsperren. Das tue ich hier über die Krone und kann es dann bedienen. Das fällt natürlich flach, wenn ich nur zwei Tasten habe, wie zum Beispiel meiner Favorite-Uhr, die ich zurzeit nutze. Das ist die Tic Watch Pro
3 GPS. Zeige ich euch gleich auch noch in diesem Video, aber dass ihr das schon mal gehört habt. Wir haben hier quasi 3 Tasten, weil ich die Krone natürlich auch drücken kann. Bietet mir die Möglichkeit, hier oben eine Funktion draufzulegen. Hier habe ich meine Termine, habe ich jetzt keine. Morgen geht es wieder los. Und ich kann hier unten eine Funktion drauflegen. Das ist zum Beispiel meine Haustür, die wird jetzt gecheckt. Und die kann ich jetzt mit einfachem Rüberschieben, kann ich die Tür sperren oder halt auch richtig öffnen lassen. Das ist mega. Bietet euch, wie angesprochen, zum Beispiel keine Huawei-Uhr oder sowas, weil das halt ja Android ist und die Smart-Home-Funktionen halt bei anderen Uhren nicht gegeben sind, nur mal so als Beispiel. Das bedeutet aber, dass ich, wenn ich vor der Haustür stehe und diese nicht von alleine aufgeht, was sie in der Regel tut, kann ich hier diese Taste drücken und kann ganz einfach meine Haustür öffnen. Also ihr könnt dort auf diese Taste eine Funktion legen, die ihr möchtet, genauso wie hier oben. Das heißt, ihr habt mehr Möglichkeiten durch die Krone. Eine Uhr, die das nicht hat, da vermisst man halt ein bisschen was. Und wie gesagt, das Navigieren finde ich ein bisschen schöner, weil ich nicht die ganze Zeit mit den Fingern auf dem Display rumtatschen muss. Das geht über die Krone doch wirklich gut. Rechne ich der Fossil-Uhr richtig hoch an. Das ist wirklich Bedienkomfort, das ist wirklich stark. Wie ich oft gefragt werde, ob sich nicht vielleicht auch die Vorgänger-Fossil-Uhr lohnt. Und da muss man immer sagen, jein. Was ich ein bisschen vermisse bei der Vorgängerversion, die wurde dort weggelassen, bei der dritten Version noch existent, bei der vierten wieder weggelassen, der Lautsprecher. Das bedeutet, dass ihr hier auch akustisches Feedback habt, dass ihr eine Nachricht bekommt und auch damit telefonieren könnt. Klar, Telefon muss in der Nähe sein, damit eine SIM-Karte natürlich greifbar ist und Co., weil hier ist natürlich keine SIM-Karte drin. Ihr braucht eine Verbindung zum Smartphone, dann könnt ihr aber mit der Fossil der fünften Generation auch richtig telefonieren. Klingt ein bisschen, naja, bei so einem kleinen Lautsprecher könnt ihr euch vorstellen, relativ quakig, geht aber mal ganz cool, wenn man zum Beispiel keine Freisprecherinrichtung dabei hat oder mal eben ganz schnell ein Telefonat führen, geht damit recht unproblematisch. Das Display finde ich gut, die Schwarzwerte überzeugen, der Weißton könnte ein Tick besser sein bei dem Display, aber das ist wirklich Klang auf hohem Niveau, gefällt mir so sehr gut. Was ich beim Display, wenn wir schon dabei sind, etwas schlechter finde, ihr seht das vielleicht, diesen schwarzen Rand, das liegt also nicht am Watchface, sondern das ist wirklich immer so gegeben, dass es technisch bedingt, das heißt, wenn ich jetzt mal in irgendeine App reingehe, dann seht ihr ganz klar, ja gut, die ist auch schwarz gehalten, dass dieser Rand immer da ist, den kriegt ihr also nicht weg, technisch bedingt. Machen andere Uhren mittlerweile besser. Früher gab es dann das Problem, da war der Lichtsensor unter dem Display, da habt ihr hier diesen schwarzen Streifen, das war der platte Reifen, der war dann halt immer, das heißt, das Display war nie komplett rund. Das hat man natürlich bei den neueren Fossiluhren nicht mehr, das ist spitze, aber dieser große Rand ist halt nicht mehr so ganz zeitgemäß. Es geht auf 2021 los, da ist das jetzt nicht mehr ganz so stylisch, das ist aber noch human. Die Uhr ist, wie gesagt, auch sehr edel und halt auch sehr flach. Das ist ganz gut. Ist relativ schwer, was natürlich auch dem geschuldet ist, dass sie A aus Metall ist und B auch, das ist natürlich das Armband. Muss man natürlich sehen, aber sie ist nicht so dick und nicht so klobig, was halt vielen Leuten gefällt. Ich mag es auch manchmal ein bisschen größer ganz gerne, obwohl ich so Spaghetti-Ärmchen habe, aber da fällt die Fossil sehr gut mit rein. Ihr könnt auch das Armband, keine Angst, relativ einfach selber verstellen. Ihr seht hier die Löcher, dort schiebt ihr mit einer Nadel rein und dann könnt ihr den Stift rausziehen. Hier kann man noch Feineinstellungen machen, hier haben verschiedene Punkte noch, also habt da keine Angst, es geht relativ leicht. Findet ihr garantiert auch bei YouTube-Videos. Ihr könnt das natürlich auch auf beiden Seiten machen, ne? Also das geht relativ einfach. Habt da keine Angst beim Metallarmband, es lohnt sich. Was natürlich toll ist beim Sport, da ist die Fossil natürlich jetzt auch spitze, weil sie hat natürlich GPS an Bord. Sie hat einen Speicher für Musiktitel, auch wenn Google da momentan so ein bisschen, naja, ne, es gibt ja die Google Music App, gibt es ja nicht mehr, das heißt jetzt YouTube Music. Momentan gibt es das noch nicht für die Android Watches, whatever Google sich dabei gedacht hat. Aber ihr könnt theoretisch hier Musik drauf spielen, per Bluetooth auf eure Kopfhörer übertragen ohne Smartphone und natürlich haben wir auf der Rückseite den Pulsmesser, als hätte ich ihn jetzt gerufen, der gerade versucht, meinen Puls zu messen. Also ihr habt Tracking des Pulses, GPS-Tracking, wo ihr lang lauft, Musik über Bluetooth-Kopfhörer und das alles ohne Smartphone mit der fünften Generation der Fossil Watch. Mega. Und worauf ich natürlich eigentlich hinaus wollte, das Armband könnt ihr abwaschen. Die ganze Uhr ist natürlich wassergeschützt oder wasserdicht. Das heißt, nach dem Sport einfach abwaschen und die Uhr fühlt sich wieder an wie neu, nicht fettig oder ähnliches, wenn man natürlich kein Lederarmband trägt. Okay,
Das ist so die Uhr. Wie gesagt, das Menü ist mega, ist halt Android. Die Funktionalität ist klasse. Da habt ihr alles Mögliche, was es so gibt. Ja, ich sehe es gerade. NFC hat die Uhr natürlich auch. Das bedeutet, dass ihr mit dieser Uhr kontaktlos bezahlen könnt. Bei IKEA einfach Uhr vorhalten und dann wird es abgebucht. Gibt es auch eine Diskussion zu meinem anderen Video. Immer wieder schreiben mich Leute an, die behaupten, wie kann denn das die Smartwatch wissen, dass ich sie trage. Also es ist so, wenn ihr die Karte, das NFC-Zahlen aktiviert habt bei der Uhr, dann müsst ihr eine PIN eingeben, wann immer diese Uhr neu gestartet wird oder abgelegt wird. Das erkennt die Uhr ganz einfach daran, dass sie immer, sobald sie bewegt wird, kurz checkt, ob eine Haut unter ihr sich befindet, beziehungsweise ob sie sich am Arm befindet. Und ist dem nicht der Fall, dann sperrt sie sich einfach und ihr müsst die PIN eingeben. So ist halt gewährleistet, dass wenn euch jemand die Uhr entwendet, er nicht damit kontaktlos bezahlen kann, weil sobald die Uhr abgelegt wird, ist sie gesperrt. Das ist wirklich so. Wer es nicht glaubt, kann es gerne selber mal ausprobieren. So funktioniert das. Also die Uhr ist kein Hellseher oder ähnliches. Das ist technisch einfach zu erklären. Wie gesagt, es gab einige Diskussionen in der Vergangenheit. Die Uhr, sobald sie abgenommen wird und ihr die NFC-Funktion aktiviert habt, sperrt sich. Also kein Problem. Müsst ihr euch keine Gedanken machen, wenn ihr die Uhr umlasst. Müsst ihr auch keine PIN eingeben, wenn ihr damit bezahlen wollt. Aber wie gesagt, sobald ihr sie ablegt oder ausschaltet. Ne? Also das ist klar. Wenn sie geladen wird und ich mache es am Arm, dann muss ich kurz die PIN eingeben. Sonst funktioniert das nicht. Ist aber auch okay so, um natürlich Missbrauch zu vermeiden. Aber haben wir dieses Problem auch geklärt, damit sich hier wieder niemand aufregt. Das geht unproblematisch mit dieser Uhr. Wir haben verschiedene Watchfaces. Wir drücken einmal drauf, dann haben wir verschiedene zur Auswahl. Sofern man das richtig macht. So, 21, 22, 23. So, dann haben wir hier verschiedene zur Auswahl, die wir dann auch noch unterschiedlich belegen können. Ne? Ihr seht das ja mit drei Feldern hier drauf und meine schönen Fettfinger. Moment. Sieht nicht so toll aus, das Ding, aber na gut. So, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, auf das Zahnrad zu gehen und jetzt können wir diese Tasten frei belegen. Rechts haben wir die Batterie, wir sagen, wir möchten dort nicht die Batterie haben, wir möchten dort Fit haben oder Google Pay, was auch immer, Kontakte. Da können wir dann eine bestimmte Person draufsetzen, zack, jedes Mal fragen, zack, jetzt ist diese Person auf diesem Zifferblatt. Wenn ich die jetzt benutze, ja, ich kann auch die Farben ändern, seht ihr da, dann kann ich jetzt mit einem Tastendruck diese Person anrufen. Klasse. So viel nochmal zur Software. Aber das hat natürlich fast jede andere Android-Smartwatch, was natürlich toll ist. Durch den verbauten Lautsprecher kann euch die Uhr auch antworten. Das heißt, ihr stellt Google eine Frage und die Antwort kommt in schriftlicher Form und natürlich auch über den Lautsprecher wird euch dann erzählt, wie das Wetter wird, welche Termine ihr habt und Co. Kann ich euch gerade nicht zeigen, weil die Uhr keine Funktion hat, den Lautsprecher von Wasser zu befreien. Ich habe diese Uhr hier einmal kurz vorher abgewaschen, damit die sich auch schön aussehen tut in die Licht drin. Ne? Das heißt, es ist der Lautsprecher jetzt gerade mal ja, eine Stunde nicht funktioniert, aber das ist kein Problem, wenn das Wasser getrocknet ist, dann funktioniert die wieder ganz normal. Nur das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Dann, oder es ist wahrscheinlich sehr leise, wir können es einfach mal machen. Ich schiebe es mal rüber, weil ich es sonst nicht aktiviert habe. Wie wird das Wetter morgen? Ne, sehr leise. Ist nochmal lauter, wie gesagt, da ist noch Wasser im Lautsprecher drin. Ihr könnt mit der Uhr auch schwimmen, das ist gar kein Problem. Verschiedene Sportarten abdecken, das geht alles. Und wie gesagt, durch das GPS ist es natürlich stark, weil das natürlich sehr gut funktioniert. Gut, jetzt sind alle ganz hellauf begeistert von dieser Uhr wahrscheinlich. Wie gesagt, ich bin es auch. Wunderschöne Uhr. Nur sie hat einen Kardinalsfehler, einen ganz groben Fehler, einen Schnitzer. Und der sich jetzt natürlich auch nach über einem Jahr rauskristallisiert hat. Das ist ganz klar die Akkuleistung. Die Uhr wurde immer flacher, wenn man das hier mal so als Beispiel sieht. Die erste Generation, die fünfte Generation ist eigentlich ja nicht immer ein Problem, aber bei der Fossil meines Erachtens ein ganz großes, weil sie es ja bis 19 Uhr nicht mehr schafft, bei mir zumindest nicht, wenn ich, das Display habe ich jetzt nur für euch, Always On, normal ist das Display dann schwarz, wenn ich sie nicht benutze, die Uhr, selbst dann ist sie jetzt um 19 Uhr, ja, tot. Sie geht dann aus und das war's, das Ganze. Ich habe auch meine Erfahrung gemacht. Also ich habe mir diese Uhr zweimal gekauft, wie ihr hier sehen könnt. Beim ersten Mal war ich sehr enttäuscht von der Akkulaufzeit. Dann habe ich mir die Uhr nach einiger Zeit nochmal gekauft, habe ich auch mal ein Video gemacht, findet ihr hier oben.
Und bei der zweiten Uhr, das ist diese hier, war die Akkulaufzeit human. Also ich konnte damit wirklich bis 22 Uhr arbeiten und das Display hat den ganzen Tag mitgemacht. Das wurde jetzt immer schlechter. Man muss natürlich sagen, ich weiß natürlich nicht, ob die letzten Updates bei Android vielleicht dafür gesorgt haben, dass ich mehr Funktionen habe oder umfangreichere Funktionen, sodass die Akkulaufzeit dadurch reduziert wird. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Oder ob der Akku einfach wieder jetzt anfängt zu schwächeln nach einem Jahr. Kann ich euch nicht sagen. Was natürlich so ist, wenn ich um 22 Uhr die ran gemacht habe ans Ladegerät, dann war sie wirklich schon am Limit, also sprich unter ja 20%, was natürlich für einen Lithium-Ionen-Akku, der hier verbaut ist, nicht die beste Wahl ist, weil es auf Dauer natürlich ja auf den Akku geht, weil der gestresst wird. Und das ist natürlich ein Problem und wahrscheinlich jetzt nach 14 Monaten habe ich jetzt schon die Problematik, dass ich habe sie heute nicht getragen, die Uhr, also nicht wundern, wenn sie euch jetzt einen großen Akku anzeigt von 66%. Naja, ich habe die vor einigen Stunden erst angemacht. Naja, will sagen, nach 14 Monaten ist der Akku noch schlimmer geworden, als dass er das schon ist. Wer viel die Uhr nutzt und das Always-On-Display anhat, der kommt höchstwahrscheinlich nicht über den Tag. Daher muss damit rechnen, dass um 17 Uhr, wenn er morgens um 6 seinen Tag beginnt, dann auch schon die Uhr schreit nach dem Ladegerät und das jeden Tag. Das ist nicht optimal. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der sagt, ja, in einer Stunde ist die Uhr wieder aufgeladen. Ja, mag alles sein, aber ich habe am Arbeitstag genug um die Ohren, dass ich mich nicht noch darum kümmern möchte, dass ich meine Uhr lade, damit sie auch bis zum Abend, zum Wochenende oder was auch immer noch vernünftig funktioniert. Hey, ich mache doch nicht Samstag um 15 Uhr einen Wecker, damit ich meine Smartwatch nachlade. Also mal ganz ehrlich. Ne? Das ist nicht der Anspruch, den ich an eine Smartwatch habe. Ich habe gehofft, dass nach einem Jahr jetzt Fossil eine neue Uhr auf den Markt bringt. Dem war leider nicht der Fall. Ich glaube, es gibt eine abgespeckte Variante der fünften Generation. Da sind ein paar Sachen weggelassen worden, aber grundsätzlich ist es dieselbe Uhr. Das ist sehr schade, dass Fossil da wohl keine weitere Energie mehr reinsteckt. Für mich steht und fällt nun natürlich mit dem Akku der Uhr bzw. mit der Nutzung der Uhr, die ganze Geschichte, ob es eine Fossil wieder wird für mich oder ob die Fossil Smartwatch eine Alternative ist oder halt nicht. Und in dem Fall ist es leider für mich nicht mehr tragbar, diese Uhr quasi. Also ich lasse nichts über die Uhr kommen, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Alles gefällt mir sehr, sehr gut oder vieles gefällt mir sehr, sehr gut, bis auf den Akku. Ja, der Prozessor wurde beschleunigt, beziehungsweise der ist schneller als in der Vorgängerversion, verbraucht angeblich dadurch weniger Energie. Aber das Verhältnis zwischen Akku und Prozessoreinsparung, die sind einfach zu gering, dass die Uhr bei einer vernünftigen Nutzung es nicht über den Tag schafft. So, bevor ihr jetzt alle mir Löcher in den Bauch fragt, welche Uhr nutzt du jetzt, habe ich schon kurz ja mal angesprochen. Das ist die Uhr, die ich zurzeit trage. Habe ich ja schon eine umfangreiche Review gemacht, findet ihr hier oben. Das ist die TicWatch 3 Pro, eine Smartwatch, die eine ganz tolle Neuheit hat. Und zwar hat sie zwei Displays. Das bedeutet, wenn wir Strom sparen möchten, können wir das zweite Display aktivieren. Das ist wie früher bei den LCD-Uhren gewesen. Ihr seht das hier. Dieses Display braucht wesentlich weniger Energie und so schafft es die Uhr bis zu laut Herstellerangaben 30 Tagen. Ist klar, dass das natürlich nur dann funktioniert, wenn ich viele Funktionen nicht massiv nutze, aber ich kann die Laufzeit wesentlich verlängern. Auf dem Display können mir dann, hier seht ihr die Schritte, auch noch verschiedene Sportfunktionen angezeigt werden, wenn ich diese nutze. Und das Display kann auch beleuchtet werden, wenn ich das möchte, wenn ich den Arm kippe, dass ich richtig viel Energie spare. Aber kommen wir zu der Gretchenfrage selbst. Wenn ich dieses Display Always On, jetzt ist sie gerade übrigens im Standby, ihr seht, wie hell die ist. Obwohl ich die so trage, schaffe ich Minimum bei 450 Android 11, zeigt einem das so schön, wie viele Benachrichtigungen man so im Schnitt bekommt. 450 sind es bei mir, 450 Benachrichtigungen am Tag schaffe ich locker über 2 Tage mit dieser Uhr Always On bei dieser Helligkeit. Jetzt ist das Display an, das eben war die Standby-Zeit. Gibt es keine zwei Diskussionen, welche Uhr ich mehr trage. Viele sagen, die ist sehr, sehr klobig, aber wenn ihr euch die mal genauer anschaut, finde ich die gar nicht so viel größer. Und ich weiß gar nicht, wie diese Gerüchte zustande kommen. Sie ist ein Tick dicker, ja, ist korrekt.
Und sie hat zum Übrigen, wo wir gerade die Lautsprecher sehen, nicht die Problematik, wie wir eben bei der Fossil hatten, dass da Wasser drin ist, sondern ihr könnt mit einer Funktion, wie bei der Apple Watch, die kann das übrigens auch, den Lautsprecher vom Wasser befreien, damit er dann auch gleich wieder funktioniert und nicht erst wieder trocknen muss. Also ich finde sie gar nicht so viel dicker und sie ist viel leichter. Vielleicht kommt es mir dann auch so vor, weil sie natürlich nicht aus Metall ist. Wobei die Lünette, so nennt sich das, die ist aus Metall, dass die kratzsicher ist. Der Rest ist halt auch aus Plastik. Und beim Puls, das ist jetzt bei der Fossil schlecht zu zeigen. Was wir hier noch ganz neu haben, das ist ja der neueste Trend, dass ihr neben dem Puls euch auch den Sauerstoffgehalt im Blut, das Hämoglobin, das ist dafür zuständig, eure Weißblutkörperchen durchs Blut zu transportieren, die kann diese Uhr messen. Ist ein ganz neuer Schnack, das heißt, wenn ihr zu wenig Sauerstoff im Blut habt, dann ist das nicht gesund und da kann eine Uhr quasi das feststellen und euch auch darauf hinweisen. Das ist ein ganz neuer Trend, der auch natürlich die Apple Watch bietet und ganz viele neue Uhren. Hey Google, stopp, ich weiß. Google klärt mich gerade auf, was Hämoglobin ist. Nett. Entschuldigt. So, und wie auch bei der Fossil-Vorgängerversion können wir hier durch den Nupsi die Armbänder ganz einfach ersetzen durch ein edles Metallarmband oder Lederarmband, was auch immer. Wobei ich auch muss ganz ehrlich gestehen, diese roten Akzentteile finde ich gar nicht so schlecht. Gucken wir mal. Also das ist momentan mein Favorite. Wenn ihr mich fragen solltet, welche Uhr, Simon, trägst du zurzeit? Welche Uhr begeistert dich? Das ist die TicWatch 3 Pro GPS. Gibt es jetzt seit einigen Tagen, ich habe schon schwer überlegt, ob ich mir die auch nochmal kaufen soll, aber ich weiß nicht wovon, mit einer SIM-Karte. Das bedeutet, dass ihr damit sogar autark arbeiten könnt, telefonieren könnt, Musik hören könnt und Co., weil ihr eine eigene SIM-Karte drin habt und dann damit auch wirklich arbeiten könnt. Das bietet euch TicWatch. Das ist auch, wie gesagt, die dritte Generation. Die bauen also nicht nach seit gestern Smartwatches. Ja, und dann kommt natürlich die Fossil so ein bisschen ins Hintertreffen durch die schlechte Akkulaufzeit, durch den Rahmen um das Display. Sie ist schick, keine Frage, aber landet jetzt in meiner Schublade. Trotzdem, nichtsdestotrotz ist sie momentan sehr günstig und vielleicht für den einen oder anderen eine wirklich Alternative, der keine 450 Benachrichtigungen am Tag bekommt. Und für den kann ich sagen, oder der natürlich nicht so Hardcore-Nutzer ist und das Display nicht immer ganz anhaben muss, der kann eventuell zu der Fossil greifen. Eine solide Uhr, eine gute Uhr und wie ihr seht, qualitativ gibt es da nichts zu meckern. Nach 14 Monaten kann ich die bei eBay schon fast als neu verkaufen. Nein, kleiner Schnack. Ne? Also das ist wirklich spitze. Da muss ich gucken, ob die TicWatch da auch mithalten kann, weil sie ist natürlich seitlich aus Plastik. Ne? Gucken wir mal. Also Fossil, gute Arbeit bis auf den Akku. Habt ihr Probleme mit dem Akku, dann versucht die Uhr mal zu reklamieren. Am Anfang hat die eigentlich eine vernünftige Laufzeit, nur der Akku muss stimmen. Ich weiß nicht, ob Fossil da Probleme hat mit den Geräten. Ich kann mir nicht 35 Uhren kaufen. Nur die zwei, die ich hatte, da kann ich euch ein Urteil überbilden. Habe ich hier mal kurz das Video auch drüber gemacht. So, lange Rede, kurze Rede. Nee, tot geredet habe ich euch. Wenn ihr Fragen zur Fossil Watch haben sollte, die ich mir neben der TicWatch 3 Pro selber gekauft habe, wie ich mir neben dieser Uhr selber gekauft habe, nur mal zu zeigen, dass das Ganze nicht gesponsert ist von Fossil oder von TicWatch oder was auch immer. Ich bilde mir selber mein Urteil. Ich habe mir die Geräte selber gekauft. Wäre euch natürlich dann dankbar, wenn ihr das in irgendeiner Form würdigen würdet, indem ihr mir ein Like gibt oder, ne, oder vielleicht mir einen neuen Follower beschert, also dass ihr mir folgt. Das wäre natürlich klasse, damit ich mehr solche Videos machen kann, die nicht gekauft sind von irgendwelchen Herstellern und Co. Ja, so, wieder abgeschweift. Tut mich schade. Solltet ihr Fragen, wie gesagt, haben zu der einen, zu der anderen, stellt sie mir. Ich versuche sie alle zu beantworten und sollte es da große Fragen geben, dann mache ich da auch nochmal gerne ein Video drüber. Gut. Eieiei. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Schaltet bald wieder ein und vielen Dank, dass ihr dieses Video bis zum Ende geschaut habt. Allzeit gute Smartwatch-Tragging-Terror.